Dieser Moment hier, der zeigt symbolisch den Zustand von Bündnis 90 Die Grünen, als die junge Regierungspartei auf Bundesebene vor der Kriegsfrage im Kosovo stand. Im Mai vor 23 Jahren beim Parteitag in Bielefeld bekam Joschka Fischer einen roten Farbbeutel ab von einem internen Kritiker. Und heute regieren die Grünen wieder auf Bundesebene und wieder mit einer Kriegsfrage. Doch diesmal ohne symbolträchtigen Widerstand. Kriegstreiber. Früher wurden solche Schilder von Grünen hochgehalten. Heute ein Vorwurf von Demonstranten gegen die Partei. Während einer Wahlkampfveranstaltung in Düsseldorf. Nordrhein-Westfalen wählt in 2 Wochen einen neuen Landtag. Und der Krieg gegen die Ukraine dominiert alles. Und das macht was mit der Partei. Das merkt man auf der Straße, das merkt man in den Diskussionen untereinander, das merkt man in den Diskussionen mit den KonkurrentInnen. Also das ist für alle ein Spannungsfeld, in dem wir uns gerade bewegen und keiner hat einfache Antworten. Die Wurzeln sind im Pazifismus und ich glaube, in die Regierung mit einer Außenministerin zu gehen und ein Krieg in Europa bricht aus, das ist schon eine ganz besondere Herausforderung. Wenige Kilometer weiter, der kleine Parteitag der Grünen. Die Stimmungslage der Partei, Außenministerin Annalena Baerbock beschreibt sie per Videobotschaft. Dabei handeln wir und hadern zugleich. Und wir hadern, ob wir ausreichend handeln. Denn der Krieg gegen die Ukraine rührt am innersten Kern der Grünen. Selbstverständliches muss von der Parteispitze betont werden. Wir werden immer Friedenspartei bleiben. Warum Co-Parteichef Nuripur das sagt, einige in der Partei haben das Gefühl, es müsse mehr urgrüne Akzente geben, gerade im Wahlkampf. Noch sind diese Stimmen in der Minderheit. Aber viele in der Partei sind ursprünglich aus der Friedensbewegung. Und Themen wie Waffenlieferung, Geld für Rüstung, das waren mal Tabus. Wir sind eine Partei, die seit Anfang an für Friedenspolitik eingetreten ist, die sich der Gewaltfreiheit verpflichtet sieht. Aber wir erkennen oder wir müssen anerkennen, dass es Situationen gibt, in denen Gewalt alles beherrscht. Besonders für die NRW-Grünen wird das Thema Krieg zum Problem, denn es überdeckt den ganzen Wahlkampf. Auch wenn die Spitzenkandidatin sich Mühe gibt, den Bogen zu schlagen. Diese Frage beschäftigt in Nordrhein-Westfalen alle. Die Frage des Ukraine-Kriegs, weil er ja auch Auswirkungen auf uns hat. Und eine Sache, die in Nordrhein-Westfalen wirklich überall zu hören ist, ist, wir möchten rein in die Erneuerbaren. Am Ende große Einigkeit bei den Grünen. Niemand stellt grundsätzlich die Ukraine-Politik in Frage. Aber Bauchschmerzen haben sie eben auch.